Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Quizduell dieses Tages. Dieses wird die Nummer 264 tragen. Ich habe hier mal wieder ein paar Spiele offen und unter anderem auch eine Herausforderung. Ich fange an mit der Herausforderung von Berthic Sea. Im Labor. Welcher Planet ist ca. 150 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt? Welcher der folgenden Planeten ist am weitesten von der Sonne entfernt? Wie groß ist die Summe der Innenwinkel in einem Trapez? Jetzt kommt Klugberger. Wer prägte den Begriff verlorene Generation Kunst und Kultur? Woran lassen sich Schuhe von Christian Louboutin unschwer erkennen? Welcher Theatergattung ist Samuel Beckets Warten auf Godot zuzuordnen? Körper und Geist. Was ist eine Methode zur Empfängnisverhütung? Welchen dieser Ratschläge sollte man bei Nasenbluten besser nicht befolgen? Aus wie vielen inneren Muskeln besteht die Zunge? Jetzt Guetu. Welche beiden Flüsse entspringen im Rothaargebirge, vereinigen sich in Hagen und fließen anschließend bei Duisburg in den Rhein? Welches dieser Länder vollstreckt die Todesstrafe nicht? Wie heißt die Hauptstadt von Uganda? Die 2000er. Apocalypse Now und Der Pate sind nur einige der vielen Filme dieses Schauspielers. 2004 starb er im Alter von 80 Jahren. Wie war sein Name? In welchem Jahr herrschte in Deutschland eine Hitzewelle, bei der Temperaturen von über plus 40 Grad herrschten und infolgedessen rund 3500 Menschen starben? Südkorea verbietet ab 2027 das Schlachten welcher Tiere zum menschlichen Verzehr? Jetzt Frau Schlau, 1956. Welche Farbe entsteht bei der additiven Farbmischung von blauem und rotem Licht? Welcher Schauspieler mimt den Tod in Kurt Wilhelms
Neuinszenierung des Theaterstücks Der Brandner, Kaspar und das ewige Leben. Welches Werk wurde sowohl Leopold Mozart als auch Joseph Haydn zugeschrieben, scheint aber von Edmund Angerer zu stammen. Bücher und Wörter. Was bedeutet das spanische Wort Frambuesa? Welche der folgenden Aussagen trifft auf Adverbien zu? Wann wurde weltweit erstmals ein Kreuzworträtsel in einer Zeitung abgedruckt? Jetzt ist Scheiß die Wand an dran. In was verwandelt der Lehrling einen Besen in Goethes Ballade Der Zauberlehrling Kunst und Kultur? In welcher Stadt wurde das Stendhal-Syndrom bei Touristen erstmals beobachtet? Wann starb Ludwig van Beethoven? Bücher und Wörter. Welches Land beherrscht der Diktator im Roman Das Fest des Ziegenbocks von Mario Vargas Llosa? Wie wird diese Figur genannt? Welche Gefühlslage beschreibt jemanden, der auf 180 ist? So, jetzt kommt noch Völk 68. Was sind die Gezeiten draußen im Grünen? Wie lang ist das längste Horn eines Nashorns, das je gefunden wurde? Was ist ein Manul? Glaube und Religion. Wer wird als Voodoo Queen of New Orleans bezeichnet? Welche dieser Glaubensgemeinschaften lehnt das Weihnachtsfest als Götzendienst ab? Was war laut Buch Exodus keine der 10 Plagen in Ägypten? So, und jetzt war's das wieder von diesem Let's Play Quiz Duell. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.